Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Walkthrough zu Pillars of Eternity 2. Heute mal eine etwas ungewöhnliche Folge. Ich habe ja in der letzten Folge Maya und Palegina hinzugenommen und sie sind ja nicht geskillt. Und deswegen habe ich mich entschieden, auch die anderen drei im Gasthaus zurückzusetzen und eine Folge komplett mit Leveling zu machen. Das heißt, ich werde alle fünf Charaktere heute auf Level 11 bringen und ich möchte mal später, wenn alle auf Level 20 sind, dasselbe nochmal machen und dann zeigen, wie ich die gelevelt habe. Gut, ich will mal anfangen mit Remora. Auf Power Level 1 sind die wichtigen Fähigkeiten Discipline Barrage, dadurch bekommt er plus 5 Perception mit Aware und auch noch Concentration, eine kurze. Knockdown als Fähigkeit ist aus meiner Sicht nicht so wichtig, ist nämlich nur ein Primary Attack, also nur ein Angriff mit einer Waffe, was bei Remora okay ist, und schlägt den Gegner prone, aber ist einfach nicht so prickelnd. Und die passiven Fähigkeiten hier beim Kämpfer sind mal komplett umsonst. Und beim Mönch, auch hier Force of Anguish ist nicht besonders wichtig, auch nur eine Primary Attack, aber ganz wichtig, Swift Strikes, dadurch plus 15 Action Speed und Quick Buff. Das ist richtig gut und hier auch noch die Lesser Wounds, dadurch bekommt Remora oder der Mönch einfach schneller Wunden und kann die Fähigkeiten öfters einsetzen. Ich fange jetzt mal hier an mit Discipline Barrage in Stufe 2 und in Stufe 3 wird es dann eine von den anderen zwei Fähigkeiten, in dem Fall Swift Strikes. Und die Lesser Wounds, die merken wir uns da einmal. Jetzt gibt es in Level 4 das nächste Power Level. Hier wichtig für den Krieger die Fighter Stances. Dadurch bekommt er drei Stances, einen Verteidigungsstance und einen Angriffsstance und was macht der dritte, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Der Effekt Into the Fray ist jetzt eher nicht gut, den würde ich jetzt auch dann nicht nehmen. Und was natürlich auch noch wichtig sind, dann sind, dass man noch die richtige Waffenfähigkeit dann auswählt, die gibt es auch immer auf Power Level 2. Ich fange jetzt hier erst einmal mit. Okay, Confident Aim ist auch noch gut, ja. Merken wir uns auch noch. Das heißt hier erst einmal die Stances. Dann beim Mönch, da sind die aktiven Fähigkeiten eher schwach. Da gibt es Clarity of Agony, minus 5 Duration of Hostile Effects, Map. Dann gibt es noch Modification of Souls, man kommt durch die Nutzung hier schnell zwei Wunden. Dance of the Death ist hier sicherlich das Beste mit 3 Accuracy und einen Wunden dort. Aber was ich hier jetzt dann nehmen werde ist, und hier nehme ich leider das Falsche, das ist mir erst dann im nächsten Level Up aufgefallen. Ich habe nämlich hier zwei Waffen genommen, aber er hat ja einen Zweihänder. Habe ich leider erst zwei oder drei Folgen später gemerkt und dann wieder umgelevelt. Gut, jetzt sind wir in Level 5. Hier Confident Aim ist gut, ja. 30% aller Graces werden zu Hits umgewandelt, das ist einfach mehr Schaden. Und auf Stufe 6 komme ich jetzt nochmal zurück, genau, zu den Lesser Wounds und wähle die aus. So, jetzt ist eigentlich Power Level 1 und 2 die guten Sachen alle genommen, was gut ist, denn jetzt kommt Power Level 3. Und was ist jetzt hier wichtig beim Krieger? Es ist das Upgrade von dem Discipline Barrage auf Discipline Strikes. Genau, hier kommt Intuitive und das gibt nochmal zusätzlich zu den beim Barrage 25% aller Hits werden zu Crits umgewandelt. Und was auch noch okay ist, es ist der Penetrating Strike. Mehr Schaden, 20% mehr Schaden macht er und hat 4 Basis Penetration, was richtig gut ist. Ansonsten hier diese standardpassiven Fähigkeiten, die man wählen kann. Ja, die sind nicht so schlecht, aber wenn man was Besseres hat, nimmt man natürlich das. Beim Mönch ist jetzt hier das Gute, die Lightning Strikes. Dadurch tut man nochmal 15% mehr Schaden austeilen, und zwar als Schock. Und was auch okay ist, das ist der Soul Mirror, 50% aller Fern-Damage kann zurückgeschmissen werden. Gut, jetzt Level 8. So, was war noch offen? Genau, der Penetrating Strike war noch offen.
nehme ich den mal hier. Und auf 9 müssen wir jetzt dann eher was Schwächeres nehmen, denn die guten Sachen haben wir eigentlich alle genommen. Deswegen schauen wir mal, oder ist da noch was übrig? Ja, genau. Hier noch bei den aktiven Fähigkeiten des Mönchs gibt es hier noch den Stunning Blow. Eine Full Attack, die den Gegner stunt. Ist okay. Werde ich aber wahrscheinlich ganz selten einsetzen. Hier ist die Entscheidung hier zwischen dem Strike oder dem Soul Mirror und ich entscheide mich jetzt dann hier für den Stunning Blow. Jetzt sind wir auch schon bei Level 10 und das schmeißt uns in das nächste Power Level. Was ist hier gut? Hier ist auf jeden Fall für den Krieger Rigorous Defense gut. Plus 20 auf alle Defenses. Das ist sehr gut. Das macht ihn einfach stabil. Und Charge gibt es noch, das ist okay, aber braucht man nicht unbedingt. Was aber eine ganz wichtige passive Fähigkeit hier ist, die Weapon Specialization. Man macht 10% mehr Schaden mit seiner spezialisierten Waffe. Das ist was, was man unbedingt immer picken sollte für die DPS-Klasse. Was ist jetzt hier noch wichtig für den Mönch? Das Beste hier sind die Thunderous Blows. Hier kann man den Tenacious Buff plus 5 Might plus 2 Penetration kriegen. Und die Duality of Mortal Presence ist auch okay. Dafür bekommt man den Konstitutions- oder Intellekt-Bonus, kann man sich dann aussuchen. Ich nehme jetzt erst einmal hier diese Blows. Und im letzten Level, im Level 11, gibt es dann für Remora den noch ausstehenden 10% Schaden. Die Weapon Specialization hier. Und dann ist er bis Level 11 erst einmal durchgespeckt. Was ich euch jetzt hier auch noch in dem Video jedes Mal zeigen werde, das sind noch die AI-Skripten. Also wie schaut es aus? Er startet mit Discipline Barrage, Lightning Strikes und Thunderous Blows, bufft sich also erstmal hoch, falls er diesen Buff nicht schon hat, und bufft sich auch im Kampf, falls er ihn verliert. Ja, und dann Vigorous Defense, wenn er Leben verloren hat oder unter 50% Leben ist. Und der Hauptstrike wird Penetrating Strike sein, mit dem er hauptsächlich Schaden macht. Und Second Wind, naja, zum Heilen. Aber das mache sowieso meistens ich, bevor die AI überhaupt dazukommt. So, als nächstes kommt Palegina. Ja, Priester, Kämpfer. Das heißt, es wiederholt sich ein bisschen was, deswegen mache ich auch ein bisschen schneller hier. Hier bei ihr, beim Kämpfer, sie kriegt genau dasselbe wie Remora auch. Die Strikes, und was ist hier noch gut? Deep Faith, plus 10 auf alle Defenses ist okay. Retribution ist okay. 5% mehr Schaden mit Waffen, wenn man schon Schaden selber eingesteckt hat. Beim Fighter nehme ich jetzt auf jeden Fall hier die Discipline Barrage. Und beim Paladin würde ich mich jetzt hier erstmal für Deep Faith entscheiden. Die Retribution behalten wir wieder im Hinterkopf, die werden wir später nochmal dann ausnutzen, wenn auf dem Power Level nichts Gescheites mehr gibt. In Level 4 haben wir wieder die Fighter Stances für den Fighter. Ja, das ist auch eine recht schnelle Entscheidung, die ich hier treffe. Und für den Paladin gibt es was Ähnliches. Da gibt es die Zealous Aura, da hat man auch drei verschiedene Auren, die man dann einschalten kann. Ungefähr so wie die Stances, aber AOE, das heißt, wirken sich auch noch auf Kameraden aus, das heißt, die nehme ich. In Level 5, jetzt die Specialization und Palegina kämpft mit zwei Weapons, hier war es richtig, das hier zu wählen, und in Level 6 gibt es hier Confident Aim, 30% aller Graces werden Hits, sehr gut, haben wir auch, glaube ich, bei Remora schon genommen, nehmen wir auch hier. So, damit bin ich auf Stufe 7 und Power Level 3 und hier gibt es für den Kämpfer wiederum die Discipline Strikes. Die Penetrating Strikes sind bei ihr nicht besonders wichtig, da sie als Paladin einen Hauptangriff hat und das ist
hier Flames of Devotion und da gibt es ein Upgrade. Man kann sich jetzt zwischen Eternal Devotion und Shared Devotion aussuchen. Eternal Devotion bringt nur Palegrina was, Shared Devotion bringt auch weiteren Melees was und ich habe mich entschieden, dann die Shared Flames zu nehmen. Bin mir nicht sicher, ob es wirklich besser ist, weil ich habe nur einen weiteren Melee Remora. Ich müsste mal testen, bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich besser ist. So, was haben wir noch? Genau, und wir haben uns ja was gemerkt aus dem Power Level 1, nämlich Retribution. Und das nehme ich jetzt hier mal auf 8. Und auf 9. Da ist jetzt eigentlich nicht mehr wirklich was Prickelndes drin. Und meistens, wenn nichts Prickelndes mehr drin ist, gerade auf dieser Ebene, dann muss man einfach was anderes nehmen, also was so halb gut ist. Und die halb guten Sachen sind hier Divine Purpose und Inspired Defense. Und ich nehme Inspired Defense, gibt ein Armor für Palegina. Jetzt wird es wieder spannender. Level 10 und Power Level 4. Hier gibt es auch für sie die Vigorous Defense, wie auch schon bei Remora. Und beim Paladin gibt es hier jetzt auch das Upgrade für die Zealous Aura. Ich nehme diese Exalted Focus, den Exalted Focus, der macht Schaden. Der hier lässt ein weniger Schaden einstecken und der ist eher Defense-lastig, genau Armor Rating und Dot von Health mit Health. Und deswegen nehme ich hier Exalted Focus. Wir wollen ja einfach Schaden machen. Und das ist eigentlich das Wichtigste an diesem Spiel. So, und das Letzte. Auf Level 11 ist klar, Weapon Specialization, 10% mehr Schaden mit Waffen, unbedingt, braucht jeder. Auch bei ihr das AI-Skript. Das schaut dann folgendermaßen aus, auch sie bufft sich mit Discipline Strikes hoch und setzt Wrath of the Five Sun auf ihren Gegner und sie haut hauptsächlich oder fast eigentlich ausschließlich mit Shared Flames zu, hat auch den Buff Vigorous Defense, wenn sie einfach zu wenig Leben hat, also so ähnlich dann wie Remora. Als Dritter wird gelevelt Maya Rua, Ranger Rogue. Sie wird mein Stealther sein, weil sie einfach schon aus der Basis-Stealth so viel mitbringt. Jetzt hier als Rogue in der Stufe 1 ist nicht wirklich was Gutes dabei. Für den Ranger ganz klar hier Marked Prey plus 10 Accuracy gegen das gemarkte, gegen den gemarkten Feind. Vor allem das Update, das dann im Power Level 3 gibt, ist ganz wichtig. In Stufe 4 ist es jetzt tatsächlich so, dass es einfach nichts wirklich Gutes mehr gibt, sowohl für Rogue wie auch für Ranger. Und ich habe mich jetzt hier tatsächlich für Backstep entschieden, wobei ich glaube, das war Fehlentscheidung. Ich brauche Backstep eigentlich nie. Aber auch alle anderen Sachen hätte uns jetzt nicht wahnsinnig nach vorne gebracht. Auf Level 4. Neues Power Level, da gibt es natürlich dann wieder was zu schauen. Und hier für Rogue ganz gut, der Blinding Strike, eine Full Attack, also mit beiden Waffen, die zusätzlichen Schaden macht und den Gegner blindet. Das ist gut. Dann natürlich wieder die Waffen, passive Fähigkeit, eine werden wir davon wohl wählen müssen. Und beim Ranger ist es leider so, dass es keine gute aktive Fähigkeit gibt, aber es gibt zwei sehr gute passive Fähigkeiten auf dem Power Level 2. Einerseits den Gunner, 20% Recovery Time. Minus, das heißt, er kann einfach viel öfters schießen oder die Maya kann viel öfters schießen, was natürlich super ist. Mehr Schaden. Auf Level 5 braucht sie erstmal noch hier so eine Waffenfähigkeit und ich nehme auch hier Two Weapon Style, das heißt, sie wird mit zwei Blunderbusses schießen die meiste Zeit. Deswegen kriegt sie diese Fähigkeit. Und auf Level 6 bekommt sie dann noch die andere passive Fähigkeit, über die ich noch nicht geredet habe, die auch noch recht gut ist.
die hier Marksman heißt. 5 Accuracy with Ranged Weapons gegen Gegner, die mehr als 4 Meter entfernt stehen. Auch eine sehr gute Fähigkeit. So, auf Level 7 und Power Level 3. Da gibt es jetzt auch wieder sehr gute aktive Fähigkeiten für Maya. Vor allem beim Rogue. Zum Beispiel dem Finishing Blow, der 50% mehr Schaden macht und abhängig wie viel Schaden der Gegner schon verloren hat. Also je mehr er verloren hat, desto mehr Schaden macht Finishing Blow. Also eine tolle Eigenschaft. Und hier nehme ich Mark vor der Hand. Das Wichtige hier ist, das Mark springt über, wenn der Gegner stirbt. Das heißt, man muss das Mark eigentlich nur einmal am Anfang des Spiels machen und dann springt es immer auf die Gegner über. Auf Level 8 bleibe ich auf der Stelle des Rogues. Hier gibt es den Debilitating Strike, ein Update des Crippling Strikes mit sehr viel Schaden. Ein Full Attack, der noch zusätzlich hobbelt, also minus Dexterity und Distracted. Auch eine sehr gute aktive Fähigkeit. Und auf Level 9. Bietet sich jetzt hier die Erweiterung des Schusses hier an. Accurate Wounding Shot. Hat sehr hohe Bonus Accuracy, der trifft quasi immer. Man könnte sich auch für den Hobbling Shot entscheiden, da hat man jedoch diese Bonus Accuracy nicht. Und stattdessen aber macht man den Gegner hobbled, also humpelnd. Und deswegen entscheide ich mich für den Schuss, der eigentlich immer trifft. Auf Level 10, was ja wieder ein neues Power Level ist, gibt es leider für den Rogue gar nichts Gutes. Was dazu führt, dass ich mich hier für den Confounding Blind entscheide. Ja, auch eine Full Attack, die den Gegner blind macht. Jetzt haben wir schon 3 Full Attacks eigentlich hier, nämlich Confounding Blind, Deliberating Strike und den Finishing Blow. Und auf Seite der Ranger, da es da tatsächlich auch nichts gibt auf diesem Power Level, entscheide ich mich hier. Und man sieht schon, ich schaue echt lang rum, was ich denn hier überhaupt nehme, für die Two-Handed Weapon. Das heißt, dass ich auch mit einem Arkebus mal schießen kann. Auch nicht unbedingt notwendig, aber es gibt sonst nicht recht viel Besseres. Und auf Level 11 geht es mir dann so ähnlich. Das heißt, hier gibt es immer noch nichts Gutes. Deswegen wähle ich mal hier einen von diesen Standard-Updates, Bulls Will, Bears, irgendwas aus, ja, das wird leider auf Stufe 12 dann bei ihr auch nicht anders werden. Gut, also Maya ist ebenfalls durchgespeckt und auch bei ihr schauen wir uns ganz kurz das AI-Skript an. Sie setzt als erstes das Mark auf einen Gegner und das braucht sie dann auch nur einmal im Kampf machen und hat dann die Auswahl aus Debilitating Strike, aus Accurate Wounding Shot und wenn der Gegner unter 50 Leben ist, auf den Finishing Blow. So, weiter geht es mit Tekehu, Druide Charter. So, was haben wir jetzt hier? Power Level 1, was ist gut? Nature's Mark ist gut. Ein AOE auf Feinde, der minus 10 Deflection und minus 10 Reflex macht. Eigentlich verdammt gut. Was ist ebenfalls noch gut beim Charter, sind noch 2 Sachen auf Level 1 gut. Der hier, ein AOE auf Gegner, der minus 2 Armor Rating macht. Und ein Gegner AOE, der Gegner stunt. Die Namen spreche ich immer nicht aus, weil die sind so ewig lang. Ich wähle jetzt hier einfach mal diese Fähigkeit auf Stufe 2 und auf Stufe 3 wähle ich dann das Nature's Mark. Und den anderen, den merken wir uns wieder für später, wenn es mal nichts Gescheites gibt. So, Level 4, Power Level 2. Beim Druiden gibt es eine gute Sache hier, in der Moon's Light. Ein Heildot, 8 Leben pro 3 Sekunden. Es gibt ein indirektes Update, das sich Moonwell nennt. Da könnte man sagen, hey, warum nimmst du nicht einfach auf Stufe 4 dann das?
Ich will da einfach noch mehr Heilsprüche haben und deswegen nehme ich den auch noch zusätzlich mit. Was gibt es beim Chanter? Beim Chanter gibt es ja die Fähigkeit Gegner AOE, der paralysiert. Der auch ein richtig tolles Upgrade hat, deswegen nehme ich den mal. Dann auf Level 5. Brauchen wir natürlich auch noch die, also genau, den, was wir uns hier gemerkt haben, brauchen wir noch. Aber wir brauchen auch noch, bevor wir nach Level 7 kommen, noch unsere Waffenspezialisierung, also was nehmen wir. Und für Tekeu nehme ich hier Weapon and Shield, also das heißt, er wird mit einem kleinen Schild und mit ja, einer Einhandwaffe kämpfen. Auf Level 7 und somit auf Power Level 3. Gibt es wieder neue gute Fähigkeiten. Hier gibt es für den Druiden Nature's Balm, den Robust Buff, plus 5 Constitution, plus 2 Armor Rating, plus 10 Health pro 3 Sekunden. Also ein Health Dot auf die eigene Gruppe und das macht die einfach mal so richtig stark, gerade am Anfang des Kampfs. Und für den Chanter nehme ich das Shield Cracks und das ist das Update des oberen Teils. Und was ist das Wichtige? Jedes Mal, wenn der Gegner Schaden bekommt, verlängert sich die Dauer des Schilds automatisch. Das heißt, man muss auch das nur einmal ungefähr auf den Gegner machen, wenn es nicht abläuft. Und dann muss man da nicht mehr dran denken. Für genau Level 8, fast ein bisschen durcheinander gekommen, wird es ein bisschen schwieriger. Da findet man nämlich jetzt nicht mehr so richtig was Gutes. Und ich wähle jetzt hier, und bin mir nicht sicher, ob es richtig ist, vielleicht gebe ich jetzt doch noch was Besseres, quasi ein Chant aus. Ihr seht schon, ich suche hier verschiedene Sachen. Welchen Chant könnte ich denn nehmen? Welche wäre denn okay? Aber die meisten sind einfach nicht prickelnd. Die guten kommen erst ein bisschen später, auf einem höheren Level. Deswegen entscheide ich mich dann für diesen hier, der die Recovery Time für Fernkämpfer vermindert. Aber wie gesagt, nicht so gut. Auf Level 9 haben wir dann immer noch das Problem, dass keine so wirklich guten Sachen da sind. Bears Fortitude, Combat Focus oder das dritte, wie heißt es wieder, wird sich hier anbieten. Also ihr seht, ich suche hier, boah, was nehme ich denn, alles ist nicht besonders prickelnd und entscheide mich dann für so einen Standardteil. Jo, sorry. Genau, für Bull's Will im Endeffekt dann. So, aber jetzt wird es dann doch wieder ein bisschen spannender, da nächster Power Level erreicht ist, Level 10. Und da gibt es für den Druiden das vorher schon angedeutete Moonwell, was ebenfalls ein Dot ist, aber der auch noch alle Defenses nach oben zieht. Also ein ganz klares Upgrade gegen den anderen Spruch aus dem Power Level 2. Und hier unbedingt dieses Update nehmen. Ab sofort wird ein Gegner erstmal paralysiert und wenn er da rauskommt aus dieser Paralysierung, wird er auch noch gleich gefrightened. Das ist natürlich schon total cool. Kann man einige Gegner rausnehmen. Und im letzten, da gibt es dann aus meiner Sicht dann schon noch was Gutes hier in dem Power Level und zwar für den Chanter. Hier gibt es eben für den Chanter insgesamt 3 Gesänge und die ersten 2 sind eigentlich ganz gut. Und ich wähle jetzt erst einmal den zweiten aus und dann im nächsten werde ich dann den ersten auswählen. Plus 10 Deflection, plus 1, ein zusätzlicher Gegner kann engaged werden. Also das ist mal okay. Der andere ist eigentlich noch besser. Hätte ich vielleicht vorher nehmen sollen, aber naja. Sein AI-Skript von Tekeu. Schaut so aus, erstmal Nature's Balm in die Gegner reinschmeißen, dann Nature's Balm auf die eigenen Leute schmeißen, Moonwell hinlegen und dann mit
den beiden Sprüchen hier folgen. Und dann mal schauen. Ab dann übernehme ich ihn meistens dann eh schon selber. Und zu guter Letzt, der gute alte Arlott, unsere einzige Nicht-Multiklasse und ganz wichtig, wir haben vor kurzem Nina Goffs Teachings von ihm bekommen, deswegen ist es total wichtig, dass man sich merkt, welche Sprüche man denn über das Grimoire bekommt, damit man diese ja nicht skillt. Die habe ich mir jetzt nochmal angeschaut und einigermaßen behalten. Ich glaube, ich habe nichts doppelt geskillt und dann gehen wir mal rein. Bei ihm schaut es ein bisschen anders aus. Also was haben wir hier alles schon? Den Spruch haben wir aus dem Grimoire. Den Spruch haben wir aus dem Grimoire. Und den. Wichtig hier ist jetzt für ihn noch unbedingt Spirit Shield plus 3 Armor Rating. Und der Chill Fog ist hier auch noch wichtig. Genau. Und einen davon merken wir uns jetzt. Ich glaube, das ist der Chill Fog. Genau. Und wir nehmen den. Wir nehmen das Spirit Shield erstmal. Der Chill Fog ist gemerkt für später. Bei ihm kommen wir jetzt schon in das neue Power Level und können zwei Fähigkeiten wählen. Was haben wir? Binding Web haben wir über Grimoire, Rolling Flame und Ray of Fire aus dem Grimoire. Und beim vierten bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Das könnte Necrotic Lens sein. Was aber hier zum Skillen ist, ist Infused with Vital Essence. Bekommt man den Fit, also den Constitution und den Smart, den Intellect Buff. Ganz wichtig am Anfang des Kampfes, dass er sich den gleich selber draufschmeißt. Und was ich ihm auch noch gebe, ist Weapon und Shield. Das heißt, auch er wird mit einem kleinen Schild kämpfen. Eine Einhandwaffe. Auf der nächsten Stufe gebe ich ihm jetzt noch Arcane Veil. Auch sehr gut. 50 Deflection gegen Non-Veil Piercing Attacks und Concentration. Auch was, was ich am Anfang des Kampfes gleich mal selber buffen wird. Mit diesem Spruch. Auf Level 5 sind wir nämlich auch schon im neuen Power Level. Zwei Abilities für ihn. Was haben wir hier? Den Fireball haben wir aus dem Grimoire und hier diese Missiles. Beim Rest bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Was aber natürlich total gut ist, ist Langrads Displaced Image, auch so ein Self-Buff mit 5 Deflection plus 20 Reflexes und Incoming Hits, also einkommende Hits werden zu Steiftreffern umgewandelt. Das ist ganz wichtig für ihn. Und da sonst in dem nichts zu finden ist in diesem Power Level, nehme ich jetzt endlich den Chill Fog, auf den ich jetzt schon einige Zeit gewartet habe. Auf Level 6 bedeutet das natürlich, puh, es gibt irgendwie nichts Gescheites mehr. Das heißt, ich muss auch hier wieder was auswählen von diesen Defense Buffs, die es da gibt. Und meistens nehme ich ja Bull's Will und auch in dem Fall nehme ich es. Level 7 aber dann, neues Power Level, somit wieder viel neue Auswahl, wo man sich was aussuchen kann. Was haben wir hier alles? Ich glaube, wir haben die Missiles wieder und diese Flammenwand haben wir. Genau, bei allen anderen bin ich mir nicht ganz sicher. Aus meiner Sicht ist jetzt da außer dem Iron Skin vielleicht nicht wirklich was zum Skillen. Deswegen nehme ich das verbesserten Feuer und die verbesserten Wasserattacken, um einfach meine Sprüche noch besser und öfter ins Ziel zu bringen. Dasselbe ist jetzt leider auf Level 8 auch so. Da immer noch nichts Gutes ist, nehme ich jetzt noch das für die Elektrikangriffe. Wie gesagt, was man noch nehmen könnte, wäre das Iron Skin hier an der Stelle. Aber eigentlich wollen wir ja nicht, dass er angegriffen wird. Jetzt aber ein neues Power Level, bei ihm schon auf Level 9. Und da gibt es auch wieder einiges. Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr genau sicher, was wir schon haben. Den Blaster Frost haben wir auf jeden Fall übers Grimoire und auch das haben wir übers Grimoire. Aber hier ein geiler Spruch, Ringims Innovating Terror, ein AE und Gegner, Terrifying und Weaken, der ist richtig genial, den werde ich hier auf jeden Fall nehmen. Und Rapid Casting, ich mache meine Sprüche 10% schneller, das heißt ich kann viel öfter Sprüche rauskloppen
Das ist natürlich auch wichtig. Und auch noch eine ganz nette passive Fähigkeit. Hier ist die Uncanny Luck. Die, denke ich, werde ich dann später noch nehmen. Was hier auch ganz gut ist in diesem Level, das ist das hier. Langrod Safeguard eigentlich. Upgrade zu Langrod's Displaced Image. Eigentlich fast dasselbe, bloß ein bisschen besser. aber das nehme ich jetzt noch nicht. Ich nehme jetzt erstmal Uncanny Luck und das hole ich mir später dann. Ich glaube, auf Level 12 werde ich es mir wahrscheinlich holen. Und als letztes in Level 11 gibt es doch glatt nochmal tolle Sprüche. Die meisten habe ich aber schon, waren die ganzen Angriffssprüche. Das einzige, was ich noch nicht habe, ist dieser Piercing Burst und der ist Hammer. Der macht so viel Schaden, der ist unglaublich gut. Der wird genommen, plus der Improved Critical, also 10% mehr Schaden bei Criticals. Absolut wichtig. Nimmt auch jeder DPS eigentlich. Und das war's auch schon mit dem Specken von Alot. Jetzt sind wir fast durch. Nur noch ganz kurz sein AI-Skript. Das ist eigentlich recht einfach. How may I help? Denn es ist so, da habe ich jetzt erstmal nur seine ganzen Self-Buffs reingeschmissen. Erst macht er Power Surge, das heißt, er pumpt erstmal seine Sprüche auf um 1 hoch vom Power Level her. Dann die ganzen Self-Buffs, 4 Stück insgesamt, die er auf sich drauf schmeißt. Und dann übernehme eigentlich sowieso meistens ich schon im Kampf. Also es ist jetzt in letzter Zeit hat sich rauskristallisiert, dass ich die Nahkämpfer und auch Ruhe immer machen lasse und ich meistens Arnold übernehme. Gut, das war jetzt mal eine ganz andere Folge. Ich hoffe, das hat euch gefallen, dass man mal hier die 5 Charaktere auf einen Schlag so gelevelt hat. Wir sehen uns dann zur nächsten ganz normalen Folge wieder. Bis dahin, ciao.